Na, die Wunder der Technik. Mal klappt's nicht. Jetzt klappt's hoffentlich. Vor allen Dingen erstmal wieder kontrollieren. Haben wir Gastlock raus? Bewegen sich die Flächen? Ja, sie bewegen sich. Das ist gut. Ja, dann werde ich es ausnahmsweise mal nach dem Big Brother schalten und dann kann man sich hier schon angucken, wenn ich Gas gebe, wie der Joke rauskommt. Achtung, wir haben ein Spornrad hinten dran. Ich darf also mal wieder mit viel Glück steuern. Haben wir die Bremse raus? Nein, dann machen wir die Bremse raus, weil das ist besser so. So, sie zieht nach links, das ist normal. Das ist nicht normal. Egal, ziehen wir so hoch, da kann doch schon nichts mehr passieren. Wir waren eh schon viel zu schnell. So. Dann kann man auch mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Natürlich in die Gegenrichtung, ist ja klar. So nach vorne trimmen hier, sonst ist mir da viel zu viel Zucker auf dem Knüppel. Ach ja, mein Gott, ist diese Fliegerei anstrengend und aufreibend. Sie reibt sich auf, sie reibt sich ab. Das nennt man dann wahrscheinlich eine Abreibung. Harr, harr, harr. Ich mach mal eben auf die andere Seite, dann bin ich nicht so viel im Bild. Bin ich nicht im Bilde, könnte man sagen. 1250 Fuß haben wir schon. Ah, wir fliegen gleich über eine Großstadt. Das ist ja interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf Autopilot und Autotrottel. Höhe halten, Richtung aufnehmen. Und zwar GPS, jawohl. Ja, hier wieder mal hört man, na, ihr hört es vielleicht nicht, aber ich höre es sehr extrem. Drehzahlabsenkung wird hier mit Motor wird leiser gleichgesetzt. Was ja nicht zwingend, ja. Airspeed. Was steht da? Miles? Miles per Hour. Siehst du, wusste ich's doch. Keine Knoten. Also gehen wir mal ein bisschen Stoff hier. Wird schon gehen. Also wenn ich jetzt auf 160 Knoten gehe, werden wir wahrscheinlich 180 Meilen fliegen. Gehen wir nur auf 140 Knoten. Sind wir im sicheren Bereich. So. Nimmt er die richtige Richtung auf? Ja. Unter uns gibt's viele Häuser. Das heißt, wir sind über der Stadt. Also ab nach draußen. Eine Runde ums Flugzeug drehen und Fotos machen. Den zu lange wegmachen. Oh, wieder die zwei Onkel da im Flugzeug. Kann man sehr schön mitsehen. Foto. Foto, Foto. Da ist Foto. Bitteschön. So. Ich hatte doch hier was programmiert, was denn doch nicht funktionierte. Aber so gar nicht. Na schön, muss ich also doch händisch machen. So, da fliegen wir vor uns hin. Vorhin war es mir doch völlig entfallen, dass Flugzeuge, die schwanzgesteuert sind, dass die Spornradflugzeuge genannt werden. Mein Sprudel ist alle. Dann muss ich wohl nachfüllen. Aber erst gleich, das läuft uns ja nicht davon. Haben wir hier so irgendwas zu sagen? Ich zeige euch erstmal die Karte. Da ist die Karte, die Flugkarte. In diesem Fall einfach eine normale Karte. Oh Gott, ich habe den falschen Flugplan geladen. Oder? Nein, ich habe den richtigen Flugplan geladen. Ich habe nur hier noch nicht den richtigen Flugplan geladen. Das sollten wir dann vielleicht bei eben korrigieren. Nämlich von diesem Loria irgendwas fliegen wir jetzt dahin, nach Saint-Nazaire. Ja, laut Karte haben wir nur ein ILS in die Richtung, aber ich habe in letzter Zeit schon öfter mal so Erlebnisse gehabt, dass sie mittlerweile nachgerüstet haben. Kostet zwar alles Geld und wir haben hier auch die 50 Meilen überschritten, also 56 Meilen. Aber ihr seht ja, in 50 Meilen Entfernung war sowieso nichts, dann hätte ich hier hinfliegen können. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, dann können wir auch dahin. Die paar Meilen machen die Sau nicht mehr fett. Von Saint-Nazaire hat man jedenfalls irgendwann schon mal irgendwo irgendwas gehört. Oh, wir sind schon in Bagdad. Ha, 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 ha. Ja, nicht so ganz. Belle-Île, schöne Insel. Auch nicht schlecht.
Ja, gucken wir nochmal schnell nach, nicht, dass ich wieder irgendwo gegenfliege. Vom Strand ist hier leider, was heißt vom Strand? Ja, aber vom türkisgrünen Wasser der französischen Urlaubsküste ist hier leider nur sehr wenig zu sehen. Das bleibt leider auch so. Ich habe schon mal so ein paar Satellitenbilder runterberechnet bis Mitte Afrika. Und es ist tatsächlich so, dass wir diese mördermäßig großen Riffe und wunderschönen grünen türkisen Strände, die haben wir in der Karibik gehabt. Da wurden sie von den Satellitenbildern abgedeckt. Hier leider nicht, weil es hier zu bedeckt ist vielleicht. Oder weil es keiner sehen will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, naja. Oh Gott. Klaus, kümmere dich mal um den Pfeil. Das sieht albern aus. Auch hier die Vegetation, ich habe sie ein bisschen nachgedunkelt. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich zwar wunderschönes herbstliches Laub eingebraten habe, das war aber dann alles gleichmäßig oliv, also alles gleichfarbig. Ich hatte dann früher schon mal was eingebaut, wo es dann sehr viel rot und gelb, also so richtig, wie man sich einen schönen Herbst vorstellt, bunt. Das war aber dann wirklich knallig bunt, um nicht zu sagen zu knallig bunt. Und deswegen habe ich die jetzt einfach ein bisschen abgedunkelt und die Farbe ein bisschen rausgezogen, dass es also ein bisschen riesig, ne, so riesig wirkt und nicht so knallbunt wie in Hollywood. Ja, jetzt müsste man eigentlich nur das Grün vom Erdreich noch irgendwie wegkriegen. Unter uns meandert übrigens irgendetwas oder hat mal meandert. Wahrscheinlich die Kloake der Stadt. Nein, gar nicht wahr. Irgendein Sumpfgebiet. Eine Mückenzuchtanstalt, die jemand vergessen hat, trocken zu legen. Ja, wenn die Leute immer jammern, sie würden das müssen wir alles renaturieren und rekultivieren und alte Schwimmlandgebiete, dann vergessen sie immer, dass Milliarden von Mücken da drin brüten. Ja. Und wenn es keine Mücken mehr gibt, dann werden wir nicht mehr gepiekt. Zweitens sterben die Singvögel aus. Und dann sterben die Singvögel eben aus. Der einzige Sinn und Zweck von Singvögeln ist der, streunende Katzen am Leben zu halten. Und die braucht ehrlich gesagt auch keiner. Also die Hälfte der Fauna kann von mir aus verrecken. Solange Goldhamster und Papageien überleben, kann mir das alles völlig egal sein. Warum ist mein Computer heute so wackelig hier? So, da war irgendwas mit Saint-Nazaire, ne? Da heißt alles Saint. Also wenn es nicht mit Saint anfängt, kann man nicht drin wohnen. Sehr merkwürdig. Nazaire. Saint-Nazaire. Das gibt ja auch noch verschiedene. Aha. Das Wappen. Das Wappen. Das oberste, na, sagen wir mal, Viertel ist weiß. Da drin gibt es ein, oh Gott, was sind das für Symbole? Es sieht aus wie ein Fadenkreuz oder wie ein japanisches Schriftzeichen. Es könnte auch eine Art von Baum mit drei Samenzellen sein, darauf zu springen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Und quer darüber liegt ein goldener Schlüssel. Die unteren drei Viertel sind blau, darauf ein weißes Wikingerschiff auf einem weißen Meer mit einem schwarzen Schlüssel quer über dem Säbel. Segel. Rede schon wieder wirr. Das tue ich zwar häufiger, aber ihr merkt es meistens nicht. Ja, muss ich wieder Höhe verlieren? Es wirkt ein bisschen so, ne? Ich drehe mal die Höhe auf 1,5. Oh, hier habe ich 100er Abstände. Ist das schön. Vertical Speed Downward. Klicken auf Altitude Hold. Wunderbar. Er sinkt. Ja, er sinkt träge, aber er sinkt. Ich kann noch ein bisschen mehr drehen, ne? Sink mal schwungvoll. Ja, siehst du, geht doch. Deswegen schwungvoll auf den vorher eingestellten Wert ist das herrlich. Kann man im Plane Maker übrigens alles dran rumfuschen. Gehen wir auf 1,4 runter. Und sehen wir ja nichts, nicht? 16 Minuten noch. Ach, ist genug Zeit. Bei dem bisschen, was bei diesen komischen Dörfern da steht. 1,4. Ja. Tja, heute ist die Suppenküche echt tief. Ich glaube, ich fange wieder an, so ein bisschen mit meiner göttlichen Hand einzugreifen. So, sag mal jetzt auf 1,2 gehen wir jetzt schon runter. Ja. Ich habe sogar spaßeshalber hier in der Gegend. Habe ich es wirklich hier? Ne, im letzten habe ich das schon gemacht. Mal wieder auf statt auf das Zoom-Level 16, sprich was unten drunter an Satellitenbild ist, berechnet, testweise,
Ja, statt 2,3 Gigabyte pro Abschnitt hat man so irgendwie plötzlich 7 Gigabyte pro Abschnitt gehabt und er hat irgendwie eine halbe Stunde dran rumgerechnet, bis der Rechner glühte. Wenn ich mir vorstelle, die ganze Piste rund um Afrika zu berechnen, also nee, Leute, das tut nicht nötig. Das ist es nicht wert. So viel besser ist es nicht. Ja, guck mal, meine Kamera verdeckt nichts Wichtiges. Ich sehe sowieso nur Wolken. Saint-Nazaire, da wollten wir noch was vorlesen. Also, Saint-Nazaire, bretonisch, Saint-Nazaire ist eine Gemeinde und Hafenstadt mit 70.000 Einwohnern an der Loire-Mündung in Frankreich. Sie gehört zum Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire und ist jetzt eine Unterpräfektur. Der Ortsname kann auf den heiligen Nazarius zurückgeführt werden. Also katholisch ist man, glaube ich, wenn man auch nur einen Bruchteil dieser ganzen Heiligen ab kann. Geschichte. Siehe auch Krummlech von, sagen wir mal, ein eigener Artikel für die Geschichte. Mann, ist das mieses Wetter. Und regnen tut's auch noch. Mal gut, dass wir diesmal ein Cockpit haben, das zu ist. Ah, Wappen. Das ist doch schön. Beschreibung. In Blau. Das muss ja auch genealogisch korrekt wiedergegeben werden. Heraldisch. In Blau ein einmastiges silbernes Segelboot mit einem schwarzen Schlüssel im geblähten silbernen Rahsegel. Auf silbernem Wellenschildfuß schwimmend und im silbernen Schildhaupt mit fünf schwarzen Hermelinen. Ein darüberliegender goldener Schlüssel mit kreuz eingeschnittenem Bart und nach rechts zeigender Vierpassreite. Das ist dasselbe, was ich eben erzählt habe, nur richtig. Wow. Wofür berechne ich eigentlich diesen Untergrund? Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich meine, kommt schon wieder, hoffe ich. Ich kann ja mal das Bodenradar anschmeißen, so für den Fall der Fälle. Wie es aussieht, kommt uns nichts entgegen. 19, 18 Knoten Wind. Ja, also ihr seht schon, das geht ordentlich zur Sache da. Ja, Wirtschaft. Das ist wahrscheinlich die größte Kneipe. Nein. Der Seehafen ist der viertgrößte Frankreichs und der größte französische Hafen am Golf von Biskaya. Wir lagen vor der Biskaya und ein Sturm kam auf. Ja, aus welchem Buch ist das? Passagierschiffe gebaut. Die Normandie, die France, die Queen Mary 2, die Europa 2, also da gibt es größere Werften. Zweiter Weltkrieg, immer ein Thema. Verkehr, Flora und Fauna, endlich mal wieder Flora und Fauna. Was haben wir noch? 14 Minuten? 13 Minuten. Die zugehörige Küste ist die Côte d'Amour, die Küste der Liebe, an der auch die berühmten Seebäder La Bolle und Pornichet, ja, Porno ist klar, ne, La d'Amour, auf etwa 1800 Hektar Fläche erstrecken sich in einer Landschaft aus Schlick, Zuflussrinnen und flachen Verdunstungsbecken. Warum will man da hin? Die Salzgärten auf der Halbinsel Gérande zwischen dem Meer und dem Moor La Brière. La Brière ist ein lebendes Kulturdenkmal von 40.000 Hektar Fläche und das seit 1970 unter Naturschutz steht und Kulisse zahlreicher Filme war. Der regionale Naturpark Brière umfasst 18 Kommunen, bla 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 bla. Torfmoor, Feuchtwiesen und Kanäle. Ja, Tourismus. Ja, hätte ich mir jetzt auch denken können. Städtepartnerschaften. Saint-Louis in Deutschland, Avilés in Spanien, Saint-Hubert, Kanada, Sunderland, Vereinigtes Königreich und Kribi in Kamerun. Ja, bekannte Persönlichkeiten, deren Prominenz sich mal wieder nicht erschließt. Weblinks, Einzelnachweise, das war's. Tja, nix ist nix. Was machen wir jetzt mit dem Wetter, sag mal? Wenn ich noch tiefer gehe, dann scharren wir mit den Hufen am Boden. Jetzt kommt irgendwas Feuchtes. Na schön, ich gebe mich geschlagen, gehe auf 1000 Fuß runter. Ja, gehen wir auf 1000 Fuß runter. So. Es prasselt der Regen an die Scheibe. Boah, fast 30 Knoten. Kann das sein, dass wir hier ein Gewitter haben?
Ja, wir sind auf 1000 Fuß und sehen immer noch nichts. Ich bin heute mal risikofreudig, ne? 800? Mach ich? Ja, ist Gewitter. Ja, dann geht doch mal runter. China 7346, line up 2477. Ja, wir sind jetzt auf 800 Fuß und sehen noch immer nichts. Ich würde sagen, wir gucken uns das Flugzeug mal von unten an, um mal zu schauen, wie weit wir noch runter müssen. Also es gibt eine Unterkante. Wir haben sie noch nicht erreicht, aber es gibt eine. Na schön. 500 Fuß. Wir haben noch 9 Minuten Flugzeit. Ja, wo bleibt er denn? Du meine Fresse! So, das ist jetzt 500 Fuß. Kann ich schon was sehen bei 500 Fuß? Ja. Bei 500 Fuß haben wir super Wetter. Meine Herren. Ja, also ich sage jetzt schon mal vorab, wenn das mit dem Wetter nicht besser wird, dann schraube ich wieder an den Wolkenschichten rum, weil das ist ja, mein Gott, man sieht doch nichts. Immer ist so, ne? Wenn es stürmt und schneit, dann sieht man halt nichts. Aber da brauche ich da kein Video von zu machen. Das ist dann eine persönliche, interessante Erfahrung. Aber für euch ist es irgendwie suboptimal. Was war denn noch mit suboptimal? Was hatte ich denn noch? Der Tablet war neu, das hatte ich schon erwähnt. Dann hatte ich noch herumgedreht an, genau, mit dem Planemaker war ich zugange. Da ging es um Radhaftung, an Spornrad-Einstellungen, die Tatsache, dass nicht jedes Spornrad überhaupt gesteuert wird. Also es war insgesamt hochkompliziert. Ich habe heute wieder ein paar Stunden damit verbracht, am Planemaker zu wuseln. So wirklich hundertprozentig. Also es ist interessant zu wissen, was geht. Aber das Wichtigste überhaupt ist, dass man bei fast jedem Punkt am Planemaker die Maus einfach mal eine Weile stehen lassen muss. Und dann kommt da tatsächlich ein Tooltip mit einer recht ausführlichen Beschreibung, wofür das der jeweilige Parameter eigentlich gut ist. Und man kann zwei Planemaker gleichzeitig aufmachen, sodass man sich ein Flugzeug als Vergleich da immer schön hinbauen kann, sodass man dann vergleichen kann, ja, Gustav und Gasthof oder umgekehrt. Jetzt gibt's eh nichts zu sehen, ne? Kann ja so machen. Das Flugzeug seht ihr da oben auch, also eigentlich ist da oben. Hier sehe ich, wie gesagt, was ich eigentlich gerade treibe. Ich vergesse es sonst nämlich gerne. Denn ich sehe selber nichts davon. Ich kann da sehen, was ihr mal zu sehen kriegen werdet. Und da kann ich sehen, was ich sehe. Oder sehen will. Oder nicht sehen will. Manchmal sehe ich Dinge, die ich nicht sehen will. Aber, ja, ne? Ja, genau. Ich habe übrigens auch schon überlegt, ob ich vielleicht hier mit diesem tollen Tablet, mit dem ich meine Kameras hin und her schalten kann, ob ich damit auch diese kleine Minimap hin und her schalten sollte. Aber ich könnte zum Beispiel die Minimap stufenlos vergrößern und auf eine hin und her schalten in der Größe, wie ich es gerade bräuchte. Aber das Problem ist dabei natürlich, dass ich dann für jede Kameraeinstellung x Unterszenen haben muss, wo jede der Größeneinstellungen dabei ist. Na, also hier muss ich zum Beispiel eine komplette Setup hier mit zwei Kameras für Dingenskirchen für OBS basteln und dasselbe für die andere Seite auch. Das ist relativ schnell gemacht. Das ist kein Problem. Aber jetzt zum Beispiel den hier, dann aber mit fünf verschiedenen Größen von hier, das dann muss für alle gehen. Das heißt, aus diesen fünf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aus diesen 6 Szenen werden dann 6 mal 5, also 30 Szenen, die ich programmieren müsste. Da habe ich mich gefragt, habe ich darauf Bock? Und habe festgestellt, nö. Oh, siehst du. Gut, was haben wir da jetzt? Da kommt Küste. Wie hoch ist die Küste? Das finden wir jetzt raus. Ja, anscheinend nicht so tief, nicht so hoch, muss man eigentlich sagen, dass wir uns einen Kopf machen müssten. Aber das Wetter ist insgesamt beunruhigend und der Boden dazu ist irgendwie auch beunruhigend. Könnte eng werden hier und da.
Wir haben immer noch 6 Minuten Flugzeit bis zum nächsten Waypoint. Immerhin muss ich nicht sonderlich hoch. Ich meine, wir fliegen ein Sporenradflugzeug, da werde ich sowieso wieder kreiseln ohne Ende. Aber irgendwann muss ich es ja mal lernen, mit Radbremse zu bremsen. Hinten das mit der Heckflosse, ich habe vorhin wieder rumprogrammiert. Also die Bugräder teilweise, ne? Böse angucken, halber Millimeter getreten, rups, ist das Ding viel zu weit rum und ach. Und dann gibt es noch eine Geschwindigkeitsveränderung. Also ich weiß gar nicht, ob das bei echten Flugzeugen auch so ist. Wenn ich langsam fahre, hat dann das Bugfahrwerk, wenn man eins hätte, hat aber eben 50 Grad. Und je schneller ich werde, sinkt dann dieser Maximalwinkel so auf 4, 4,5 Grad. Ist das beim echten Flugzeug auch so? Wäre mir irgendwie total neu. Vor allen Dingen bei den älteren Modellen, die ja mit Kabeln gesteuert werden, glaube ich nicht, dass man da irgendeine Geschwindigkeitskompensation hat. Naja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich würde an dieser Stelle ein Force-Feedback-Rudder würde das Problem vermutlich lösen, weil es wahrscheinlich immer härter wird, je schneller man fährt oder so. Aber das Ding kostet irgendwie nochmal 1,5. Und ganz ehrlich, 1,5 für ein Force-Feedback-Rudder, da muss ich mit Aktien aber viel Glück gehabt haben, um zu sagen, Mensch, die 1,5 habe ich jetzt mal über... Nur um eine Joystick-Funktion zu übernehmen. Und das sehe ich so noch nicht. Schauen wir mal, wohin es mich führt. Sieht es mit dem Radar aus? Ja, nicht viel, ne? Also hier in der Luft tut sich einfach wenig, aber es sind ein paar Leute da. Das meiste sind kleine Cessnas, wie ich das so sehe. Eine BI-20 haben wir da, eine C-150, C-150, C-172. Da ist eine A-320. Eine C421 und noch eine C150. Das ist jetzt allerdings noch der vom Startflugplatz der Radarüberblick. Ich glaube, jetzt hier am Zielflugplatz wird sich auch nicht viel tun. Nur 4 Minuten, also muss ich irgendwie die Zeit dort kriegen. Wir fliegen nach LFRZ. Gucken wir da mal rüber. Ja, da ist auch ein bisschen was. Bisschen mehr sogar als... Sind wir das hier? Nein, ne? Er will nur immer doppelt irgendwas anzeigen. Können wir wieder rumgucken, was die Konkurrenz so treibt. Guck mal, die haben strahlenden Himmel! Ha! Wusste doch, das ist alles Schmu. Diese ganzen Regen, die bilden wir uns nur ein. Ja. Kann man so leider nicht übernehmen, das Wetter. Ich sag ja, ich kümmere mich ums Wetter demnächst. Ne, beim nächsten Flug mache ich Wetter schön. Dann lasse ich meine göttlichen Kräfte walten und walte die Wolken weg. Ne, oder eigentlich walte ich sie weiter nach oben. Der Wind bleibt uns sehr erhalten, aber der Regen zieht üblicherweise... Ah, da ist Gerande. Der Regen zieht mit den Wolken nach oben, der wird uns nicht erhalten bleiben, aber der ganze Rest. So, wie war das jetzt? Geschwindigkeit haben wir noch 140. Hatte ich nicht im Cockpit, ich guck mal eben. Die haben doch hier irgendwie eine Sonnenblende? Nein. Ich habe jetzt irgendwo ein Flugzeug gesehen, da war auf der Unterseite der Sonnenblende waren die ganzen Flap-Geschwindigkeiten angegeben. Ich glaube, hier haben wir sowas Schönes nicht. Naja, schön. Und wir sehen wieder gar nichts, also ab nach draußen. Oh, das schaukelt. 27 Knoten, und ich will da gleich landen. Na, herzlichen Glückwunsch. So, und wir haben hier diesmal wirklich keinen ILS. Geht das nicht in unsere Richtung? Nein. Na schön. Aber weit haben wir es auch nicht mehr. Ich hoffe, ich sehe den Flugplatz überhaupt. Naja, wir haben ja so ein bisschen GPS haben wir ja. So, Sie fliegen nach Sichtflugbedingungen. Ich verstehe. Au, hauer. Ich habe das letzte Stück fliege ich. Am besten komplett ohne Autopilot, um mich an das Gewusel hier zu gewöhnen. Soll ich bei dem Wind überhaupt mit Flaps arbeiten? Was sagt denn die Windrichtung? Wir haben Wind von vorne, also frontal, mit 30 Knoten. Also beim Landen haben wir ihn frontal, jetzt haben wir ihn von rechts.
30 Knoten von vorne, da kann ich sowieso schon fast im Stehen landen. Auweia, ihr müsstet hier mal die Anzeige hier von dem von der Pitch-Trim-Geschichte mal sehen. Rauf und runter, das ist Aussteuerungsanzeige bei einem Rockkonzert oder so, aber. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter. Das wird jetzt eng. Auf 400 Fuß. Ja, machen wir 400 Fuß. Da dreht er sich jetzt so langsam ein. Und ich setze mich wieder rein. Mit euch hinten drin. Gucke ich so ein bisschen an der Seite vorbei. Ah, ich sehe jetzt wenigstens schon mal den Flugplatz. Das ist gut, der ist beleuchtet. Dann machen wir den hier wieder schön klein. Ach, das weiß wieder Terrain, will ich gar nicht haben. So. Und jetzt wird's interessant. Flaps lasse ich. Egal. Erstmal Autopilot, Autothrottel aus. Autopilot aus. Es passiert nichts bei Autopilot aus. Da oben. Ich muss ja auch die richtigen drücken, dann geht das auch. So. Und das Steuer funktioniert wieder nicht. Hat es sich also doch verabschiedet. Na schön. Diesmal habe ich zum Glück gleich rechtzeitig den richtigen Knopf geknopft. Wo ist das Programm? Ist das schon wieder ausgestiegen? Meinst du, ne? Nanu? Ja, connecte mal. Ja, da connecte er erst ein bisschen, dann kommen die beiden hier noch dazu. Das ganze Programm hat sich verabschiedet zwischendurch. Also kein USB-Problem, wie es aussieht, sondern irgendwas völlig anderes. Na schön. So, und jetzt wieder. Ist immer schön, wenn man zwischendurch sich mal umgucken kann in Ruhe, ne? Wie es so aussieht. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, ne? Dann gucken wir doch jetzt mal nach draußen. Das ist jetzt die eingefrorene Situation, die kann man jetzt von allen Seiten beleuchten. Das ist jetzt das, wenn es knallt, was die Schlaumeier hinterher tun. Sie gucken sich hinterher ganz genau an, was gewesen ist und erzählen dir dann, was du in 0,2 Sekunden alles falsch gemacht hast und wie du es alles hättest besser machen können. Na schön, dann tue ich das jetzt mal auch. Setz mich wieder rein, lege fest Hand an den Jog, der hoffentlich noch hiermit irgendwie verbunden ist und sage Play. Was haben wir denn? 136 Knoten, also das geht, da geht weniger. Wind kommt von schräg hinten. Was, von hinten? Sollte der nicht von vorne kommen? Wow. Wow. Wow, Seitenwind. Wow. So, jetzt irgendwie. Oh, das Ruder reagiert in keinster Weise. Aber nicht die Spur von Ruder reagiert. Die Bremse, doch, die Bremse geht eigentlich. Also ich muss unbedingt lernen, hier im richtigen Moment. Ruder Maximum, Vollbremsung, links, nichts passiert. Ja, ich muss da wohl noch ein bisschen was lernen, ne? Und zwar auf die harte Tour, wie es aussieht. Jetzt voll, Ruder voll Ausschlag rechts, Bremse voll rechts. Es passiert überhaupt nichts. Das Ding schert sich ein feuchtet Kehricht darum, wo ich hinlenke. Wo muss ich jetzt hin? Mal eben umsehen. Dahin. Okay, na gut, dann hätten wir sowieso umdrehen müssen. Können wir das auch gleich hier machen. Vollausschlag rechts und Vollbremsung rechts. Und wir haben immer noch 12 Knoten von vorne jetzt mal statt von hinten. So, ich versuche jetzt mal mit Radbremse zu lenken. Oh ja, und jedes Mal, wenn ich die Radbremse antippe, kommt der Schwanz hinten hoch und das Flugzeug wird langsam. Das ist also auch nur suboptimal. Jetzt mache ich mal wieder Spornradlenkung, da passiert überhaupt nichts. Wenn man die Bremse dazu nimmt, kommt der hoch hinten. Dann ziehe ich jetzt mal das Ruder bis zum Anschlag nach oben. Es müsste an sich der Luftstrom das Rad hinten auf den Boden drücken.
ich das jetzt besser oder bin ich bloß vorsichtiger? Wow. Ich bräuchte noch eine Kamera, die meine Paddel. Wupp! Die meine Paddelbewegungen aufzeichnet. Jetzt fängt er an zu segeln durch den Gegenwind. Boah. Ja, ich weiß nicht. Ich und Spornradflugzeuge hier wieder voll Ausschlag, Vollbremsung rechts. Nichts passiert. Jetzt dreht er sich dafür. Wir fahren jetzt quer über den Acker. So, die Faxen dicke. Also ich glaube, ich und Spornradflugzeuge, das wird mit uns nichts mehr. Das ist was für bessere Flieger als mich. Wir haben übrigens auch den Parameter entdeckt, der zuständig ist für Bodenreibung. Also nicht unbedingt für Bodenreibung, wenn man sie haben will, sondern auch für Rollwiderstand. Der wird natürlich entsprechend höher im Gras. Und wir drehen schon wieder, trotz Vollausschlag und Vollbremsung geht das alles nach. Tire blown, ja, ist auch kein Wunder. Jetzt nach links, Vollbremsung links. Ich glaube, nächstes fahre ich mit Luftschiff, das geht besser. Keine Bremsung. Und kein Einschlag, jetzt wieder voll rechts. Das ist voll rechts. Radbremse und immer noch voll rechts, Vollausschlag rechts, Radbremse und Ruder. Oh, jetzt haben wir gleich wieder. Ach, lass die Karre gleich hier stehen, was soll der Ärger? Guck mal, jetzt kommen wir hier nicht mehr voran. Ne? Füße von der Bremse und vom Ruder. Wir kommen hier nicht weg, wir stecken fest. Sei es drum. Parken wir hier einfach. So. Gut, genug rumgeärgert mit der Karre. Der nächste Flug wird wieder mit irgendwas sein. Ich lass jetzt die Batterie leer lutschen. So. Und die Wartungscrew sehen, wie sie klarkommen. Ich habe das so schön händisch poliert, damit es auch wirklich glänzt. Aber nein. So. Ich kann auch gar nicht weit hoch, ne? Sonst stecke ich sofort mit dem Kopf in den Wolken. Einmal im Kringel gucken, was es hier so alles gibt. So, haben wir alles gesehen. Danke fürs Reingucken. Mehr Spaß beim nächsten Mal mit mehr Sicht auf das Geschehen. Hey,